So, es ist 6:45 Tag danach und die Leute trudeln schon wieder bei mir ein und einer nach dem anderen hat gesagt, dass er schon wieder ein Bier gebrauchen könnte und ich muss eine Stelle im Vlog zensieren, wo man den Channel sieht. Und Alter. Ja, das Problem ist halt, ich bin halt eigentlich ein Ex-Gender und meine, das ist ja eigentlich der einzige Grund, warum das alles so ein bisschen. Greif also, zu, Bitches! Das ist ja wie mit den Ex-Menschen, ne? Die zeigen sich auch nur ganz, ganz selten. Und. Ich bin auf jeden Fall Teil einer riesigen Verschwörung. Flaschenöffner. Ja. Ich bin sozusagen die schändende Verschwörung. Ich habe ja Feuerzeug. Auf gut Deutsch, ich bin ein Verschwörungsschänder. Und eine Verschwörung muss immer verschworen bleiben. Verschworen gegen gesellschaftliche Normen, wie zum Beispiel sich einfach so zu zeigen. Dann haben wir jetzt schon mal ein Objekt nachverfolgt. Ja, das Problem ist, ich werde verfolgt. Von Gangstalkern. Wir sind ja so beweglich, oder? Was ist denn da drauf auf diesem langen Guss? Knoblauch. Statement zum Dixieland. Schön. Ich versuche jetzt meinen Kreislauf wieder herzustellen und die Jungs hier versuchen scheinbar ihren Kreislauf komplett zu vernichten. Nee, dasselbe tue ich auch. Selbstreinigende. Also. Prüfung erforderlich. Es muss dringend eure Leberwerte geprüft werden. Prüfung erforderlich. Erst die andere gescannte Ware auf der Waage platzieren. Junge. Bitte legen Sie. Prüfung erforderlich. Wir brauchen eine Prüfung, bitte. Hier ist echt der einzige normale Mensch. Da haben wir heute schon mal eingeschissen. Ja, ja. Okay. Also. Danke, tschüss. Alter, zieh weg, Bruder. Jawohl, jawohl, Alter. Geil, Mann. Das ist ein richtig veganer Fleisch. Junge, ja. Am nächsten Morgen ist der Mann wieder da und die Gießkanne ist gefüllt. Alter Schwede. Dieses Bier habe ich gerade von einem der Fans von Uwe Kubiklieder geschenkt bekommen. Seit wann arbeitest du eigentlich bei ATU? Ich bin vom Fach. Schau, was ich heute erworben habe. Für 20 Euro mit zwei Schachteln. Das neueste Eikos. 20 Euro nur. Baba Brudi. Itz, du hast gestern eine Menge verpasst. Ich weiß. Hallo? Ja, Peter. Ja. Ja, warum mal? Mal eine ganz ehrliche Frage. Wie viele Milfs hast du schon weggespachtelt? Ja, die noch nicht. Haben die Fenster gebaut? Und der nächste hat sich in den Alkoholismus ziehen lassen. Ah, stimmt ja. Ja, aber sie haben jetzt irgendwas benutzt und wir wissen nicht mehr, wo Geld ist. Der Mann ist wieder im Topf rum. So, meine Torte ist natürlich trocken. Ich verstehe noch nicht, warum ich 4 Gabeln bekommen habe, wenn ich eigentlich nur eine Torte essen möchte. Achso, du hast einen Cheeseburger. Ja. So. Ist endlich der Mann da, für den die Torte auch ist? Halt's mal. Was ist denn der für ein Dreck? Der ist es ja. Er schmeckt gut, aber nicht hier oben. Das ist ja widerspenstig. Oh, das sieht so gut aus. Danke, gleichfalls. Alter, du kannst es doch nicht fressen. Der ist echt lecker. Kannst du essen? Normalerweise nimmt man den auch im Ganzen in den Mund. Vielleicht probierst du das mal aus. Deine Karte. Was mich auf der Karte ist. Ja, auf jeden Fall. Dieser Mann schwenkt sich jetzt ein mitgebrachtes Getränk hier ein. Das macht mich sehr glücklich. Was bedeutet denn eigentlich Mettmann? Ist das irgendwie so ein Spitzname? Das nächste Bayreuther wurde direkt geliefert. Leider heute ohne Pizza, aber naja. Es ist jetzt mittlerweile auf jeden Fall an der Zeit, weiter zu machen.
Das ist sowas von lecker, Alter. Ohne Scheiß. Das ist ein Latte Macchiato mit diesem Eierarsch. Ey, ohne Witz, Alter. Probier das Video. Wir sind jetzt hier im Achterbahn-Restaurant eingekehrt. Alter, Schwein hier mit Kooperation. Für mich gibt es ein dunkles. Ihr brettert die Nahrung und die Getränke nur so. Alter. Steht man zu dieser Erfahrung? Ich hab Hunger aus und nehm mich mehr aus Hungerfee. Haben wir heute mal. Ah, wir haben schon mal massiv die Butter weggelötet. Wir trinken hier dunkel. Du hast ja nichts runter. Haben wir uns dann schon mal rumgerissen? Henry. Du musst richtig doll ziehen. Das war spektakulär, Brudi. Spektakulär. Den Rucksack haben. So, mal schauen, ob der Gastgeber jetzt ein Ding ergattern wird mit dem Greiferig Sinn. Ja, ja, ja. Milchbusenermordung. Ein Meter noch. Wohin denn? Das ist so spannend. Ich kann mich nicht fassen. Das ist zu weit. So ist jetzt los. Wir haben noch 13 Sekunden. Los. Ja, Junge. Du dreckiger Bastard. Hallo? Wir haben nun Nachschub bei mir geholt. Simon? Haben wir uns heute eigentlich auf Docs bin. Punkt. Absolut ehrliches Statement bitte zu diesen Vorgängen. Hass. Ich habe noch Hass und Herz übrig. So, ich habe auch den Gin übrigens to go. Den gibt es zwar nicht zu kaufen, aber für Leute wie uns. Alkoholiker. Naja. Hey, das hast du jetzt gesagt. Also übrigens, das Erbgut meines Opas wurde in genau so einem Ding geschmuggelt von Novosibirsk nach Berlin. Was glaubst du, wie ich es vom Flughafen hierher gebracht habe? Anal. Hundas. Ich hab das wegen... Hast du ein zweites rein jetzt? Junge, ich höre es auf mit Rap, wenn meine Mama eine Zahnbürste hat. Warum braucht sie denn eine Zahnbürste? Die hat gar keine Zähne mehr. Ein Hoch auf die Emanzipation! Ich glaube, sie will nur ihrem Mann ein Geschenk machen. Statement? Es ist einfach nur schön hier zu sein. Jack Wolf gegen Wut! Daily Skincare Routine. Wenn wir jetzt sowieso nach Hause gehen, können wir das Theater anzünden? Nein. Henry, bitte. Bitte mal ein Statement zu unserer Staatsoperin. Ist das jetzt privater Vlog oder für den öffentlichen? Das ist der Vlog des Allerfloxen. Ich schicke das später. Ja. Ja, als ob du noch Kontakt hast. Junge. So, der Kasten ist geleert und die Männer, die sind jetzt in der nächsten Bar. Statement? Ja, hier vorne. Genossen Fett. Ich will dazu echt nichts sagen. Verpiss dich jetzt. Max. Heute keine Dicken. Fickt euch! Ich hab leider mein Gehirn kann nicht mehr irgendwie irgendwas Sinnvolles von sich geben. Also hier laben sich gerade zahlreiche Tauben an dieser absolut widerwärtigen, vollgemilchten Torte. Und das ist eine perfekte Szene, um in der Regel zu fragen, wie es ihm geht. Es wird Pfand abgegeben, dann gibt es Frühstück und dann wird gegrillt. Das ist die anspruchsvollste Tätigkeit des heutigen Tages für meinen Körper. Kommst du einfach rein? Ich habe kein Geld. Du hast kein Geld. Junge, komm rein einfach bitte. Aber ich brauch erstmal. Kriegt sich. Da steht Känguru drauf. Es ist wirklich ein sehr seltenes Vergnügen, einen stabilen Olaf mit etwas Festem in der Hand zu sehen. Und vor allem nüchtern zu sehen. Das wird sich gleich ändern, keine Sorge. Nur so hier standesgemäß, dass man der Körper verwöhnt. Das sieht wirklich sehr schmackhaft aus. Wie so eine chinesische Scheißwurst aus. Eine Termitenkönigin nennt mich das.
Man kann ja nur sexuell dabei denken. Jetzt willst du es einen ganzen schlingen. Ja, ja, auch wohl. Hier wird sehr ehrenwert gefrühstückt. Hier wird noch viel ehrenwerter gefrühstückt, Alter. Oh, Junge. Alter. Olaf, du bist wirklich nicht ganz dicht. Ich hab dir auch einen geholt. Alter, ich hab doch Bier. Alter, Alter, Bex, dieser Geist ist nicht mehr auf der Höhe. Bello Heinz. War ein einziges Kaltwein in der Flasche. Ja, das ist ein Argument. Alter, Alter! Also ich muss wirklich sagen, der ostdeutsche Lifestyle wurde hier sehr vorbildlich adaptiert. Das war teurer als ein Döner. Hunde Heinrich, Hunde Hans, Hunde Hass und Hunde Schwanz. Oh nee. Hunde? Hunde Hugo, mein Freund, es ist gerichtet. Alter. Ja, danke mir nichts. Hunde, Hunde. Zusammenbringen. Ich weiß euch zusammen. Was macht man jetzt hier? Ja, ich wollte gerade zusammen, der Hund. Also auf Empfehlung. Diesen beiden Wessis habe ich fürs Uhren auf Eis empfohlen. Ex-Wessi, sorry. Ist gerade für 1,29 im Angebot. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Auf den Fürsten. Ja, bitte den Fuß zurücknehmen. Ich hätte gerne einen öligen Footjob. Oh, das erfrischt sehr gut, ja. Wollen wir uns noch ein paar holen? Eine Palette? Ja. Oder zwei? Oder drei. Statement zum Dixieland? Come in my pussy. Ich meine, sorry, ich meine come in my Dixie pussy. Wir sind einfach nicht ganz dicht. Du bist einer der schönsten und anmutigsten Männer, die ich kenne. Dankeschön, du auch. Das Grillgut wird selbstverständlich mit dem Pfand Angels Messer, was legal mitzuführen ist, geöffnet. Davon gibt es noch 14 Stück, bis die erste Charge abverkauft ist. Dann kann man ansprechen, die Schrift andersrum drauf zu machen. Aber vielleicht werde ich es auch niemals ansprechen. Ein gesellschaftliches Verhalten. Zerstörte Rinder. Blutige Tränen. Scheiße. Ja. Wen besuchen wir denn heute? Spaß. Ich bin mir noch unsicher. Warum? Rudelbumsen, Massenvergewaltigung. Ja. Ich will einfach den depressiven Asiaten sehen, wie er auflegt. Der Kerl scheißt hier ganz tief in den Schlund. So, Bratan, es gibt Würstel, wie man sieht. Und wo fahren wir jetzt hin? Zur Wurstfabrik. Warum fährst du eigentlich schon wieder ein Fahrzeug, nachdem du in wenigen Stunden so viele harte Getränke getrunken hast? Das stimmt gar nicht. Die habe ich eigentlich nur placebo-mäßig zu mir genommen. Mittlerweile ist mein Körper so eine generierte Maschine. Der wandelt eigentlich alles, was ich darin lande, direkt in Schadstoffe um, die dann wieder den Körper verlassen. Wir haben mich echt schon gefreut, dass der Superfahrer zurückkam, aber der VW-Fahrer war noch stärker. Ja, irgendwie ist es schwierig. Also VW zahlt zurzeit doch ein bisschen mehr. Drink. Der Mann kann es gar nicht erwarten. Es wartet eine gute Frau. So, wir sind jetzt eingetroffen in Porr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 r
bleib stehen, hörte er wenige Meter hinter sich. Der Taschenlampe. Ich bin jetzt wirklich in dieses Auto eingestiegen, weil es dort immer mehr unangenehm wurde. Es geht um die meinige Bar ins Hotel. Wir werden weiß saufen. Du hast keine Wahl, einfach so. Brudi, der Mann muss kommen. Jetzt was für eine Psychose läuft hier eigentlich? Los, Hände hoch. Hörte er. Niklas gehorchte. Boy X Boy, Sherlock Holmes. Hier wird getankt. Benzin im Arsch. Und da vorne wird sich selbst entreinigt. Der Olaf ist der Erste, der reiert. Und dann folgt der Yugo-Statement. Kein Statement. Get on my level und schönen guten Knoblauchbrötchen. Wir haben uns jetzt schon wieder hier eingefunden. Und dieser Mann gibt heute erneut Gas. Was haben wir vor? Kräum. Dieser miese Bastard war zwar gestern nicht am Start, aber er säuft schon wieder Bier. Drecksul für den Hund ist für Hunde ungesund. Wo warst denn du eigentlich? In Habs. Naja, eigentlich der absolute Vorteil ist, dass ich einfach viel. Jetzt geht's wieder los. Hey, die ist auch vernünftig. Hunde Heinrich. Wieder Schmalz. Heinrich Hund? Am Dienstag. Er wird heute mal ausnahmsweise Vorarbeit geleistet. Ich bin sehr, sehr stolz auf unseren ehrenwerten Koch. Junge, das ist ja wirklich eine Menge. Aber es kommen auch noch mehr Leute. Aber es ist wirklich reichhaltig. Was gibt's denn überhaupt? Grillfleisch. Nichts für dich. Ich warte nur sehnsüchtig auf den Fettbrand. Muss das? Kann ich mal in Ruhe meinen Tee trinken? Nein, bitte, los, füll das Bier da ein. Hat dieselbe Farbe. Ich trinke auch einen Schluck. Wenn du das Bier in den Tee füllst, das ist doch Bier da drin, Alter. Das ist einfach nur eine Lüge. Das soll einfach nur gesund aussehen. Ihr seid alle krank, Alter. Nehmt euch einfach keine Beispiele an uns. Geht in die Schule, putzt euch die Zähne, putzt euch hinter den Ohren. Alter, Maul haben wir zum angestoßen. Das sieht aber wirklich gut aus. Gurkenwut. Porn. Hast du noch ein Bier dabei jetzt? Das ist mal wieder wirklich sehr, sehr schmackhaft. Wann kommt eigentlich unser Imbisswagen? Also Shisha-Bar kann es auf jeden Fall nicht werden, weil die Kohle ist immer noch nicht an nach 5 Stunden. Nee, da ist jetzt auch Bier drauf. Auf der Kohle? Die ist da drin? Ja, ich habe die jetzt da reingeschmissen. Die Shisha-Kohle ist unter dem Fleisch. Ja, okay. Alter. Bierschau. Also wer auch immer diesen Pfandbeutel hier gepackt und in das Auto gestellt hat, ist jetzt dafür zuständig, dass in diesem Auto eine Ameisenkolonie lebt. Junge, Statement? Es gibt nie genug Ameisen. Wir okay. Kennen jetzt hier noch einen. Nathalie kriegt einfach nie Gesuch vom Pfeffi. Das ist wirklich krank. Ich würde mir langsam mal Gedanken machen. Ja, ich denke es auch. Ne? Ja. Schönes Bierchen, Brudi. Genieß es. Hundehans. Franz Wilhelm Maximus. Ich darf nicht sagen, was ich bin, aber worauf ich Lust habe. Haben wir heute schon angestoßen. Komm, ein Messer. Hier gibt es doch genug Arbeit, Brudi. Spargelhund. Hundehaxe und Brot sei gut! Hui, die Baba, Tallui! Haben wir heute eigentlich schon mal? Ich hab nichts. Und mit diesem Mindestwein-Tattoo eines ehrenwerten Mannes von der Küste beende ich jetzt diesen ewigen Vlog. Danke für alles.